In Wien ist es längst kein Geheimtipp mehr, sondern Tradition, das Benefizweihnachtskonzert in der lutherischen Stadtkirche. Das ist meine Kirche, das ist heute mein musikalisches Wohnzimmer, wo ich jedes Jahr meine Kolleginnen und Kollegen, Freunde aus Staatsoper, Burgtheater, Konzertpodium bitte, überrede, hier mit mir gemeinsam zu musizieren. Ich habe mir eigentlich den Dezember freigehalten für die Familie. Also eigentlich war es geplant, gar nicht zu singen im Dezember. Und eben Benefiz ist was anderes. Wir sagen immer, Advent ist die stillste Zeit im Jahr. Das stimmt ja überhaupt nicht. Also Advent ist die lauteste Zeit im Jahr. Und deswegen ist das, wonach sich der Mensch auch sehnt, ein bisschen einfach zurückzulehnen und mit schöner Musik sich zu besinnen. Dazu gehört auch, zwischen den einzelnen Musikstücken nicht zu klatschen wie bei einem normalen Konzert. Es ist ein ganz besonderes Publikum mit großer Spannung, mit großer Aufmerksamkeit. Also ich bin sehr beglückt. Zuschauer rundherum sind angenehmer als Kolleginnen und Kollegen rundherum. Nein, das schneiden wir natürlich. Natürlich, denn irgendwann muss man ja damit anfangen, Weihnachtsfrieden zu schließen. Mit diesem Konzert komme ich endlich in Weihnachtsstimmung. Vorher ist es immer ein Chaos und ein Drama. Das ist eigentlich das Schönste auch an Weihnachten, dass man zusammenkommt und zusammensitzt und innehält und über die Liebe nachdenkt.